Erstmal ist es auch für den Verein die erste Bundesliga-Saison. Das habe ich schon am Anfang gemerkt, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Angefangen war damit, dass der Verein eigentlich auch so wie wir letztes Jahr sehr spektakulär aufgestiegen ist. Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Brückengeflüster, Folge 230 nach erfolgter Korrektur im Nachzählmodus. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, die wir ganz herzlich begrüßen. Einen davon bei uns im Studio, ehemaliger VfL-Spieler und jetziger Bundesligaspieler Omar Traoré ist bei uns. Hallo. Hallo. Und wir begrüßen live zugeschaltet aus dem schönen Hamburg einen Spieler, der mittlerweile in Dänemark spielt, aber auch mit dem 90+6 legendären Aufstieg seine Spuren natürlich in Osnabrück hinterlassen hat. Aber nicht nur da, aber auch natürlich da gehört dazu. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Sven Köhler. Moin. Moin, moin. Grüßt euch. Mein Name ist Benjamin Kraus und ich begrüße außerdem meine Kollegin Susanne Vetter hier im Studio und würde ihr gleich mal das erste Wort erteilen, weil du warst gestern beim Testspiel des VfL Osnabrück, damit können wir eben kurz einsteigen, bei Preußen Espelkamp. Eine wunderschöne Anlage, wie ich gesehen habe, ein sportlicher Auftritt, der so okay war, kann man das sagen? Hallo? Ja, hallo von mir. Ja, kann man so sagen. Also die Anlage war überragend. Das muss man auch vielleicht vorneweg schieben. Das ist Preußen-Espelkamp, spielt in der 6. Liga, Westfalenligist. Aber da ist einiges los. Ein riesengroßer Kunstrasenplatz und ein richtig schöner Rasenplatz. Uwe Koschinat ist dann noch kurz hoch in diesen Funktionstrakt gegangen und hat so ein bisschen neidisch geguckt, was da alles auch ist. Also die haben da richtig noch dazwischen was gebaut mit Physioräumen und Kabine und alles Mögliche. Also waren super Bedingungen für ein Testspiel. 700 Zuschauer da und ja, vor allem in der ersten Halbzeit war es so, dass man doch lange auf ein Tor des VfL gewartet hat. So ein bisschen zieht sich das ja durch die Saison, die Problematik, in gute Aktionen zu kommen und dann auch den Abschluss zu verwerten. Und das hat man leider gestern in der ersten Halbzeit dann auch gesehen. In der zweiten wurde es dann ein bisschen besser, wobei man auch sagen muss, vielleicht auch, weil dann beim Westfalenligisten auch durchgewechselt worden ist und auch die Kräfte ein bisschen sanken, aber das muss man dann auch erstmal verwerten. Ja, die Espelkammer super dagegen gehalten, haben einen tollen Auftritt hingelegt. Uwe Koschinat hat das auch nochmal gelobt und ja, beim VfL, gut, viele Stammspieler haben auch gefehlt in diesen Konstellationen. Ihr wisst wahrscheinlich auch hier unsere Gäste im Studio, Omar und Sven, wie schwierig es dann ist, wenn man dann auf einmal so einen Test absolviert in der Konstellation, wo man sonst normalerweise nicht zusammenspielt. Also am Ende hat es der VfL dann gut gemacht. Habt ihr das denn mitgekriegt, dass die gestern gespielt haben? Guckt man dann als Ex-Spieler auch auf sowas noch, auf so ein Testspiel? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich habe es mitbekommen, dass das Spiel ist. Ja, ich folge dem VfL noch auf Instagram natürlich und habe aber auch danach nur das Ergebnis gesehen. Also habe es mir jetzt nicht live angeguckt. Ja, das gleiche gilt für mich. Also ich kriege eigentlich alles mit, was beim VfL passiert, zumindest spieltechnisch. Und wie Omar, ich folge den halt auch bei Instagram, da kriegt man halt viele Eindrücke. Aber jetzt vom Testspiel gestern, also da habe ich auch nur das Ergebnis und die Torschützen gesehen. Das reicht da, glaube ich, auch. Habt ihr noch Kontakt in die Mannschaft, also zu ehemaligen Mitspielern? Glühen da noch Drähte ein bisschen heißer? Ja, also ich habe noch Kontakt. Ja, ich würde sagen, mit Henry, Noel, mit Eule telefoniere ich so unregelmäßig alle 3-4 Wochen mal. Mit Danne und mit Hecker habe ich noch Kontakt. Also so ein bisschen breit verstreut, aber auf jeden Fall bin ich noch so ein bisschen in der Mannschaft vertreten, was das angeht. Ja, bei mir ist es ja ähnlich. Also nicht mit so vielen Spielern, aber mit Sebi, dem Physio, Yannick, dem Physio, Eule auch, tatsächlich, wegen ein bisschen Heidenheim-Connection. Dann auch, wer noch? Dave Gnase, mit dem auch. Mit dem habe ich ja in Uerding zusammengespielt. Genau, wollte gerade sagen, er kam ja, als du gingst, aber... Genau, ja, war mein Zimmerpartner auch in Uerding. Mhm. War immer ganz witzig mit ihm. Dem eigentlich auch noch und ja. Das war es eigentlich. Das ist ein guter Typ, ne? Und hat ja beim VfL jetzt echt auch einen guten Schritt gemacht, nachdem ja irgendjemand abgehauen ist und eine Position da quasi Kühlige. Verkannt war. Ich weiß nicht wer. Ja, ne, er ist ein guter Typ. Freut mich auch für ihn, dass er sich hier so
gut eingelebt hat. Ich habe natürlich in Uerdingen schon Werbung für den VfL gemacht damals. Und es ist auch ganz witzig, weil er jetzt in Osnabrück ist, in meiner Heimat, und ich bin in seiner Heimat in Heidenheim. Und ja, aber wir sind so in guten Kontakt. Wir verpassen uns natürlich dann immer in der Länderspielpause, wenn er in seiner Heimat ist und ich auch. Aber trotzdem, ist schön. Ja, vielleicht habt ihr euch gestern auf der Autobahn getroffen, weil Dave nämlich direkt nach dem Testspiel, wie viele andere Spiele auch, die man zum Teil auch mit Privatautos da dann sich ins Auto gesetzt hat und, glaube ich, nach Hause gefahren ist. Das kann sein, vielleicht sind wir uns so entgegengefahren. Wie oft bist du denn noch hier? Tatsächlich nicht so oft. Ich glaube, ich bin das, erste Mal in diesem Jahr hier. Ja, also, es ist ein weiter Weg, 500 Kilometer. Meine Eltern gucken sehr, sehr viele Spiele. Also Auswärtsspiele hatten wir jetzt viele im Westen auch. Die haben die dann geguckt und kommen auch mal zu Besuch. Aber wenn es sich anbietet, dann versuche ich trotzdem, hier hochzufahren. Mhm. Ja. Sven, bei dir ist es, glaube ich, auch so, dass du öfter hier bist, ne? Also ein Kollege hat mir gerade eben noch zugerufen, du warst mal bei einem Heimspiel der Adler Dragons wohl auch in der Halle, hat er gescoutet? Basketball-Fan. Oh, wow. Bleibt nichts unentdeckt. Hat unterschiedliche Gründe. Also ich bin, ich war jetzt häufiger mal dieses Jahr noch in Osnabrück und Umgebung. Also A, weil ich, wenn ich nach Hause will, muss ich eher in Osnabrück vorbei. B, hatte ich ein, zwei Verletzungen auch. Jetzt vor allem im Januar wurde ich halt noch operiert und dann war ich bei Sebi zur Behandlung. Im Oktober hatte ich eine kleine Verletzung, da war ich bei Yannick zur Behandlung. Also da war ich zwangsweise dann in Osnabrück und zu den Adler Dragons habe ich privat auch noch eine ganz gute Bindung. Wir haben da mit Freunden so ein kleines Projekt und da sind die Adler so ein bisschen Teil des Ganzen und deswegen hat man mich da wahrscheinlich gesehen. Ein kleines Projekt. Willst du da mehr drüber erzählen? Klingt jetzt spannend. Ja, wir haben mit zwei Kumpels und zwei Leuten aus dem Businessbereich so ein kleines Unternehmen gegründet, aber das ist noch nicht so weit, dass wir das so an die große Glocke hängen können. Da sind wir in Planung, aber das ist wie gesagt, so ein kleines privates Ding und es kommt bald hoffentlich ein bisschen in die Öffentlichkeit, aber so weit sind wir noch nicht. Dann sag auf jeden Fall Bescheid, wenn es soweit ist, weil es spannend klingt. Also da gerne uns mitnehmen, wenn es denn, keine Ahnung, hilfreich ist. Aber sag ruhig noch, es ist ja spannend, dass du zu Sebi dann auch in die Behandlung gingst. Also das heißt, da ist das Vertrauensverhältnis und dass der Junge was kann, hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal. Das nutzt man dann schon noch so, das alte Vertrauensverhältnis. Ja, klar, aber ich würde nicht nur Sebi da herausstellen, sondern alle drei Physios finde ich herausragend gut. Gerade jetzt, wenn man noch einen Vergleich hat zu anderen Physios, finde ich die drei unfassbar. Und ich kann dem VfL nur sagen, dass sie da sich bemühen sollten, die drei zu halten, weil die wirklich sehr, sehr gut sind. Aber ja, Sebi ist halt... ich glaube, das ist vielen ja auch bekannt, schon sehr, sehr gut in dem, was er macht. Das ist ein kleiner Freak. macht andere Sachen als viele andere Physios. Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass ich das gebraucht habe bei Sebi, weil er auch meinen Körper in- und auswendig kennt von den ganzen Behandlungen in der einen Saison. Und deswegen hat man da nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis. Plus hinzu kam, meine Mannschaft war im Trainingslager. Deswegen stand mir in der Hinsicht kein Physio zur Verfügung. Und er erklärt auch wahnsinnig gut, ne? Also er ist jetzt niemand, der einen mit zu wenig Informationen im Regen stehen lässt, sagen wir es mal so. Er zu viel als zu wenig, ja. Gut, wir wollen ein bisschen über eure letzten 8 bis 9 Monate sprechen bei euren neuen Vereinen. Sven, vielleicht fang du ruhig mal ein bisschen an. Die dänische Liga ist hier bei uns ja nicht so bekannt. Vielleicht beschreib doch einfach mal deinen neuen Club so im Vergleich zum VfL Osnabrück. Wie ist das so? Wie ist das Stadion? Wie ist die Atmosphäre da? Wie sind die Leute? Was ist los bei euch bei Heimspielen? Wie cool ist das? Ja, das ist jetzt hast du mir ganz viele Fragen in einer gestellt. Du hast den Vorteil, du kannst es dir aussuchen, wo du anfangen kannst. Ja, erstmal gibt es viele Dinge, die ähnlich sind in dem Verein. Also erstmal die Größe der Stadt ist circa
würde ich sagen, gleich groß mit Osnabrück, also um die 200, 250.000 sowas, also jetzt nicht bedeutend größer oder kleiner. Das ist ähnlich, das Stadion ist sehr ähnlich auch von der Kapazität. Ich glaube, 15.000 oder 16.000 passen rein. Das ist ähnlich. Ja, und ich würde mal sagen, auch so ein bisschen die Herangehensweise und die Ambition ist auch ein bisschen ähnlich. Also wir versuchen, vom Etat sind wir wahrscheinlich so in der Mitte der Tabelle angesiedelt, würde ich jetzt, ohne es genau zu wissen, sagen. Und versuchen halt vorne reinzukommen in die Top 6, wo wir finanziell wahrscheinlich nicht unbedingt reingehören. Und da ähnelt sich das ja auch zum VfL so ein bisschen, wo man mit weniger finanziellen Mitteln das probiert, immer oben mitzuspielen, beziehungsweise die Klasse zu halten in der zweiten Liga. Ja, das ähnelt sich. Der Fußball ähnelt sich nicht. Gerade im Vergleich zur dritten Liga. Ich habe ja zweite und dritte Liga beim VfL miterlebt. Zweite Liga halte ich für eine sehr gute Liga. Dritte Liga, wenn ich das jetzt im Vergleich zur Superliga nehme, ist deutlich schwächer. Also selbst die untersten Teams, würde ich sagen, würden oben mitspielen in der dritten Liga, schätzungsweise. Das ist halt das Spannende auch an der Superliga. Also du hast 12 Mannschaften, sehr kompakt. Du hast 3-4 Teams, die zu 100% in der Bundesliga spielen würden. Okay. Kopenhagen, Brøndby, Midtjylland, die würden von der Infrastruktur, von finanziellen und von der Qualität definitiv, ja, Bundesliga, ich weiß nicht in welchem Bereich, aber auf jeden Fall Bundesliga spielen, Kopenhagen wahrscheinlich weiter oben. Ja, dann hast du so ein paar mittlere Teams, die sich wahrscheinlich in der zweiten Liga ansiedeln würden, finanziell, ja, auch von der Infrastruktur und vor allem auch in der Qualität. Finde ich auch immer ganz spannend, wenn du jetzt auch mal so ein paar Testspiele siehst. Also es ist immer schwer zu vergleichen, aber wenn du jetzt mal Testspiele siehst, gestern hat Hamburg 2-1 gegen Viborg gewonnen. Die sind, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, 9., 8., 9. in der Liga. Also jetzt keine Top-6-Mannschaft. Da haben sich dann halt auch schwer getan, 2-1 gewonnen, glaube ich. Also da kann man schon mal so ein bisschen vergleichen, auch wenn es nur ein Testspiel ist. Und das ist halt so ein bisschen das Spannende in der Liga, dass halt, ja, ganz, ganz unterschiedliche Ziele vorgegeben werden in den Vereinen, aber trotzdem jede Mannschaft jedem Gegner Probleme bereiten kann. Also der vorletzte Weile, die haben vor 2 Wochen unentschieden gegen den zweiten auswärts gespielt in Brøndby, wo jeder eigentlich denkt, okay, das geht 3-4-0 aus. Ja, die holen dann da einen Punkt. Also es ist auch so ein bisschen ähnlich wie in der zweiten Liga in Deutschland, dass halt jeder so jedem Gegner Probleme bereiten kann und es gibt kein Spiel, wo man sagen kann, dass man das klar gewinnt. Also das ist so ein bisschen das Spannende da und ja, allgemein einfach eine spannende Liga, die, glaube ich, deutlich unterschätzt wird. Gerade fußballerische Qualität wird sehr, sehr groß geschrieben, also wenig lange Bälle, jede Mannschaft probiert Fußball zu spielen. Das zeichnet die Liga so ein bisschen aus und ja, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut, dass so mal als grobe Einschätzung. Mhm. Oma, die Bundesliga kennen wir ziemlich gut hier, aber Heidenheim ist noch gar nicht so lange dort in der ersten Liga auf der Landkarte. Als Aufsteiger jetzt auf Platz 11, sag doch mal ein bisschen, erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Sicht, wie ihr gerade das geschafft habt und was das Besondere an Heidenheim ist. Ja, also erstmal ist es auch für den Verein die erste Bundesliga-Saison. Das habe ich schon am Anfang gemerkt, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, angefangen war damit, dass der Verein eigentlich auch so wie wir letztes Jahr sehr, ja, spektakulär aufgestiegen ist. Ähnlich, wirklich sehr ähnlich. Die haben dann aber einen 2-0-Rückstand in der Nachspielzeit noch gedreht und die Euphorie hat man dann direkt gemerkt. Für alle was Besonderes, ein Verein, wo viele Verantwortliche auch jahrelang schon im Verein sind. Und da, ja, der Cheftrainer seit 17 Jahren, ich glaube Dienstältester. Und ja, das merkt man auch. Also die DNA oder die Identität des Vereins wird dann versucht, dann von Anfang an auf die Spieler zu übertragen. Also das versuchen die. Und ich glaube, in dieser Saison ist uns das schon gut gelungen bis zum jetzigen Zeitpunkt. Aber klar ist auch, dass es noch nicht zu Ende ist. Wir stehen gut da und das Ziel ist immer, ja, immer noch den Klassenerhalt zu schaffen. Was ich, ja, zum Verein sagen kann,
Es ist, also von der, vom Stadion her, da passen auch 15.000 rein. Ist, glaube ich, ähnlich wie in Osnabrück. Und die Region. Natürlich ein bisschen moderner, ne? Ja. Das Stadion. Ja, schon. Tatsächlich schon. aber ja, im Vergleich ist es, glaube ich, ist natürlich das kleinste Bundesliga-Stadion. Das merkt man dann auch immer Woche für Woche, wenn man auswärts irgendwo anders spielt. Aber ja, die Leute sind sehr, sehr offen im Süden. Baden-Württemberg sehr, sehr gut aufgenommen wurde ich. Ja, was kann man noch sagen? Wir haben noch 8 Spiele. Da versuchen wir alles Mögliche rauszuhauen, damit wir den Klassenerhalt so schnell wie möglich erreichen. Und sag doch vielleicht mal beide, was war so euer coolstes Auswärtsspiel? Komm mal an. FC. Ja, genau. Also, ja, einfach eine besondere Stimmung. Ich glaube, kann man viel auch drüber lesen in einem Stadion. Ist schon, war ganz cool. Wir haben, glaube ich, samstags abends da gespielt. Ja, war was Besonderes. Kann man nicht anders sagen. Ja, und gute Mannschaft ja auch, ne? Champions League bei Bayern in der Gruppe gewesen. In München 0-0 gespielt, habe ich extra nochmal nachgeschaut. Jetzt im Achtelfinale gewesen und in der Gruppe Galatasaray und Manchester United hinter sich gelassen. Das ist jetzt nicht mal irgendwie Fallobst, ne? Da merkt man schon, was die Top-Teams, was du eben gesagt hast, was die Top-Teams können. Ja, das ist halt das Besondere, ne? Dass du in der Liga dann halt auch mal gegen internationales Format spielen musst. Und Kopenhagen ist definitiv, hat internationale Klasse. Also wenn du im Achtelfinale der Champions League stehst, dann ist das kein Zufall. Und das hat es dann halt auch nochmal besonders gemacht. Das Ergebnis war dann eher bitter. Ich glaube, wir haben bis zur 80. 1-0 geführt und dann noch 2 Gegentore bekommen in den letzten 10 Minuten. Das war dann halt so ein bisschen bitter. Bei dir, Oma? Ja, boah, bei mir ist es schwierig. Also werde ich oft gefragt, aber sind mir viele Spiele in Erinnerung geblieben. Ich hatte das Glück, dass ich bei den meisten natürlich dabei war. Eintracht Frankfurt fand ich sehr, sehr, sehr besonders, die Stimmung da. Das war ein Flutlichtspiel. Aber auch das Spiel jetzt in Bremen, das war 125-jähriges Jubiläum von Werder Bremen. Ja, und natürlich Bayern und Dortmund, beide waren sehr, sehr besonders. Ich glaube aber, wenn ich die 4 nehme, würde ich schon trotzdem Dortmund nehmen, weil das Freitagabend war, 80.000 Zuschauer, 3. Spieltag. Und wir haben dann natürlich einen Punkt geholt. 2-2. Ja, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Aber auch Bayern das Spiel, Allianz Arena, auch vor 75.000 Zuschauern. Das ist natürlich sowas, was man sich immer erträumt hat. Und wenn man dann beide Spiele spielt und dann gegen solche Stars spielt, ist das schon was im Kopf bleibt. Für immer. Für immer im Kopf bleiben, da hast du gerade gesagt, wird dir wahrscheinlich auch dein Debüt in der Bundesliga, dein erster Einsatz, du bist eingewechselt worden, weil Manon Busch sich verletzt hat. Das war dann, ist hier auch in der Nähe gewesen, in Wolfsburg, war da vielleicht sogar Familie da? Und erzähl mal vielleicht ganz kurz so dieses Gefühl, man wartet da drauf, man bereitet sich die ganze Saison vor, man sitzt dann erstmal auf der Bank und plötzlich steht man mittendrin im Geschehen. Ja, also die Saison gab es schon so viele Geschichten, wirklich für mich persönlich. Es ist manchmal schwierig oder sehr, sehr schwierig einzuordnen. Also ja, das war das erste Spiel, war auch ein bisschen so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Wir sind am Braunschweiger Flughafen gelandet, ich habe in Braunschweig in der Jugend gespielt und war schön, das erste Spiel auch hier in der Nähe zu haben, so in Niedersachsen. Und dann war es so, wenn ich ehrlich bin, merkt man schon das ist was ganz anderes. Es ist ein richtiges Event dann, 15.30 Uhr. Ganz andere Berichterstattung, medial und sowas alles. Ja, und dann war ich eigentlich die ersten Minuten auf der Bank und habe das so noch nicht ganz realisiert. So, ich habe ein bisschen so, in Gedanken war ich selber bei mir, so boah, krass, wir sind jetzt in der Bundesliga und sowas. Da stand auch schon schnell 2-0 für Wolfsburg. Und ja, dann dachte ich, okay, geht weiter und so, hoffentlich drehen wir das noch. Und ja, innerhalb von ein paar Sekunden habe ich dann gesehen, so dass Buschi so signalisiert hat, dass es nicht weitergeht. Und 2 Sekunden später hat mich der Trainer schon angeguckt, hat gesagt, ich soll mich aufwärmen.
Ja, ich war natürlich geschockt. Ich war gerade in einer ganz anderen Welt, aber eigentlich war eigentlich so dankbar, dass ich da bin. Und dann, ja, von der Zuschauerrolle dann direkt auf dem Platz, habe, glaube ich, 2-3 Bahnen, konnte mich dann warm machen und ja, und dann direkt eingewechselt. Weiß noch, der vierte Offizielle, herzlich willkommen in der Bundesliga. Und dann, ja, danke. Aber musste dann auch direkt da sein. Also war richtig warm an dem Tag, weiß ich noch. Mhm. 30. Minute, glaube ich. Und ungefähr. Ja, bleibt im Kopf alles so, ne? Alles in Zeitlupe. Unser Mannschaftskapitän klatscht dann ab. Dann hatten wir Abstoß. Und das sind so Momente, die in der Zeitlupe immer noch im Kopf sind. Und ja, meine Eltern waren da. Meine Brüder waren da. Ein paar Freunde von mir waren da. Es hat keiner erwartet, wirklich, dass ich dann eingewechselt werde. Aber ja, umso schöner. Wir haben danach auch so gesagt, das ist ein riesen weiter Weg, den man da gegangen ist. Meine Brüder, die haben mich auch hier in beim SV Radensport schon verfolgt oder sind mit mir da den Weg gegangen und deswegen war es einfach schön. War ein schöner Moment, der auch für meine Erinnerung bleibt. Was ja auch auf euch beide zutrifft, ne? Ihr habt euch super etabliert in euren Mannschaften. Du bist, kann man schon sagen, Bundesliga-Stammspieler jetzt. Und bei dir, Sven, ich sag mal, also die ein, zwei Verletzungen hast du angesprochen und natürlich die obligatorische Gelbsperre. Also wir haben schon gemerkt, an deinem Spielspiel hat sich offenbar nichts verändert, das ist gut. Aber ansonsten warst du dabei, ne? Also 18 Spiele, 17 Startelf. Damit kannst du zufrieden sein, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Erstmal. Ja, ich komme gar nicht aus dem Lächeln raus, wenn ich Omar's Story höre, weil das erfreut einen dann schon. Und ich habe es auch noch live gesehen, muss ich sagen, weil wir haben den Tag danach gespielt und ich war zu Hause und habe Heidenheim eingeschaltet und weil ich ein bisschen gehofft hatte, dass er reinkommt, zumindest so ein paar Minuten und sein Debüt feiert und dann in der 30. Omar und ich haben ja auch den gleichen Berater, habe ich direkt unserem Berater geschrieben und so, Wahnsinn, das gibt's gar nicht und so, der ist jetzt in der Bundesliga, also ja, ich habe es ihm schon gegönnt, kann man schon so sagen. Danke. Wie war's für dich beim ersten Spiel? In der Superliga? Ich glaube, also klar, auch so eine gewisse Aufregung und was Besonderes, aber ehrlicherweise nicht vergleichbar mit dem Bundesligaspiel, würde ich jetzt sagen, also Bundesliga hätte mir dann schon noch mehr bedeutet. So ehrlich kann man, glaube ich, sein. Also klar, ist immer noch was Besonderes. Ein anderes Land, andere Liga und eine andere Erfahrung. Und man entwickelt da auch einen gewissen Stolz, dass man sich dann auch in dem Land durchgesetzt hat. Dann auch so schnell. Ja, aber trotzdem, Bundesliga ist, glaube ich, eine andere Hausnummer dann auch. Und das ist ja das, wenn man aus Deutschland kommt, dann ist das, was man erreichen will. Und ja, also da wäre, glaube ich, nochmal eine andere Freude gewesen bei mir. So ehrlich kann man, glaube ich, sein. Gibt ja auch noch Ziele im Leben. Mal gucken, wo es einen noch hinführt. So. Kann nur was werden. Ich würde dich gerne auf ein Spiel ansprechen. Silkeborg IF auswärts, langweiliges 0-0, aber Kunstrasen. Ich habe da selber vor einem Jahr ein Spiel gesehen gegen Brøndby. Wusste gar nicht, dass es eine Kunstrasen-Arena ist und bin dann so reingekommen und gedacht, so, das sieht komisch aus da unten auf dem Feld. Die haben 3-1 gewonnen damals. Wie fandst du das denn da? Technisch, ja, vielleicht nicht das Schlechteste, aber Pflichtspiel Kunstrasen ist bestimmt eine andere Nummer als alles, was man vorher gemacht hat. Ja, war auf jeden Fall eine Umstellung, aber mir hat es Spaß gemacht. Also wenn sich ein Spieler über Ballbesitz definiert, dann macht es auf jeden Fall Bock, da zu spielen, weil es war ein qualitativ hochwertiger Kunstrasen. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen, dass der Ball verspringt oder so. Das war top. Und es hat auch noch geregnet die ganze Zeit. Also es war ein unfassbar schnelles Spiel. Hab's nicht für langweilig empfunden, muss ich sagen. Ging schon gut auf und ab, aber ja, also schon ungewohnt, dann irgendwie auf Kunstrasen zu spielen und teilweise dann auch zu trainieren. Ja, da meldet sich dann auch mal der Körper zwischendurch. Das ist schon was anderes. Aber trotzdem, also das Spiel an sich, ja, ist halt auch eine gewisse andere Sportart dann, ne? Also Rasen und Kunstrasen ist schon noch was anderes. Der Ball springt anders und ja, die Bewegungsabläufe sind auch ein bisschen anders, aber ja, an sich war es jetzt nicht schlimm oder so, sondern ja, einfach eine Gewöhnungssache, würde ich sagen.
Über den Spielstil und die gelben Karten bist du da jetzt richtig gut hinweggekommen. Ach, ja. Ja, ich, stark. Ich hatte das Lob an Omar bevorzugt. Gut. Nee, mein Spielstil. Ja. Ich meine, das ist halt auch normal, wenn du Sechser bist. Also da kann man ja durch die Ligen gehen. Jeder Sechser sammelt auch ein bisschen gelbe Karten. Ich glaube, ich habe keine wegen Meckern bekommen, also das ist schon mal gut. Das funktioniert. Das Kartensystem ist hier aber auch ein bisschen anders. Man kriegt Punkte für jede gelbe Karte, also je nach Vergehen. Und dann ist man irgendwie bei 18 Punkten gesperrt, dann bei 36 wieder. Also du kannst auch mal 6 gelbe Karten haben, wenn die nicht so schlimm waren, anstatt 5. Oder kannst aber auch im Worst Case, glaube ich, 3 gelbe Karten haben. 3 oder 4, dann bist du halt gesperrt. Also so ein bisschen anderes System. Was bewerten die dann? Also dieses Fouls unterschiedliche gerade? Oder sagen die, ja, meckern ist krasser? Ja, oder wie ist das? Ich habe es noch nicht so ganz durchblickt. Ich weiß nur, dass ich für jede gelbe Karte unterschiedliche Punktzahlen bekomme. Okay. Je nach Schwere, glaube ich. Oder ja, die haben das irgendwie kategorisiert nach Vergehen. Deswegen schwer zu sagen, für was man welche Punkte bekommt. Habe ich noch nicht so durchschaut. Ja, und zum Spielstil, ja, ich würde sagen, in der dritten Liga ist es halt einfach auch körperlicher, so ein Stück weit. Wie ich eben schon gesagt habe, Superliga ist halt sehr technisch versiert und das macht mir dann auch ein bisschen mehr Spaß, muss ich sagen, weil teilweise Mannschaften im Fünfer hinten raus noch spielen und sehr, sehr schwer zu pressen sind. Und aber auch bei uns in der Mannschaft, wir haben ein sehr, sehr gepflegtes Ballbesitzspiel. Ja, gegen Kopenhagen dann auch fast über 60% Ballbesitz zu haben, ist auch nicht so selbstverständlich. Also das sind so Sachen, die mir dann schon Spaß machen. Aber wenn man dann noch eine gewisse körperliche Komponente mitbringt, dann kann man in Dänemark schnell herausstechen, weil die das nicht ganz so kennen, ehrlicherweise. Okay. Und mal der Sprung von der dritten in die erste Liga. Du hast ja quasi eine dann mal so überhüpft. Wie groß ist der denn dann gewesen? Du hast gerade erzählt, du bist da in Wolfsburg reingekommen, hast erstmal mit dir auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Aber dann irgendwann ist man ja dann drin in dieser Liga und merkt man das? Ist es ein anderes Tempo? Ist was ist da jetzt genau der Unterschied gewesen? Und wie ist dir so schnell gelungen, das so zu adaptieren? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!